Drake lässt dein Gewehr in der Nähe des CCC-Gebäudes deponieren. Ich halte dich auf dem Laufenden. Leg los. Ja, und jetzt legen wir auch los, liebe Leute. Willkommen zurück bei Mirror's Edge. Unser jetziges Ziel ist, Kate wurde wegen des Mordes an Pope verurteilt und wird mit einem Konvoi ins Gefängnis gebracht. Drake lässt ein Gewehr in der Nähe des neuen CCC-Gebäudes deponieren. Unsere Aufgabe, such dir deinen Weg zum neuen CCC-Gebäude. Das heißt wahrscheinlich Carina cool oder so. Ja. Yeah. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg mit Faith zum neuen CCC-Gebäude. Ja, was ist so passiert? Ich muss mal überlegen, was war denn überhaupt in der letzten Folge? Wurden wir da nicht verfolgt? Irgendwie sowas, wie immer eigentlich. So Verfolgungsjagd und sowas Schönes. Wo laufe ich eigentlich lang? Ah, ich muss da lang, okay. Wow. Ja, so ähnlich. Gut, Faye. Na, komm doch hier. Komm, passt schon. Okay. Du musst weg von ihnen. I, seht ihr? I, da ist hier so ein Super Ninja wieder. Ein Super Ninja. Ey, wir sind aber Extreme Ninja und die nur Super Ninja, weil wir sind voll digitiert. Hilf. Ich sehe den da von der Seite. Ich muss da hoch, ich muss da hoch. Faith. Die Musik ist irgendwie voll leise. Ach Gott, mein Gott, ich muss das irgendwie mal umstellen. Egal, das passt schon. Ich laber einfach drüber. Lustig. Ah, ja komm, zack. Komm hier. Ah, schnell, Faith. Wir sind lustig und machen hier Verfolgung. Und Quatsch, Verfolgung. Wir entschwinden jetzt ganz schnell. Wo muss ich lang? Hier lang. Zack, zack, komm, seh zu. Bitte. Oh, ja. Gut, da hoch. Da hoch. Na, bitte, mach. Ah, nein, aua. Ah, Hilfe. Geht weg. Ich will euch nicht angucken. Das reicht mir schon, euch anzusehen. Wegen euch habe ich das nicht... Krieg ich einen Arschtritt von denen. Lande ich nicht ordentlich und sauber auf der... auf dem Polster da. Auf dem Kissen. Diesem Luftkissen. Meine Fresse, jetzt muss ich ja nochmal den ganzen Weg von vorne latschen. Egal. Faith, du gibst dich mit denen gar nicht ab. Das sind die Leute, wo dir deine Mutter verboten hat, mit denen zu spielen. Oh. Ah, lass mich doch mal in Ruhe. Ich muss hier doch nur meinen Job ausfüllen. Ausfüllen auch. So ähnlich. Ich glaube, es wäre ratsam, erst hier rauf zu klettern, ne? Was spackt denn mein PC wieder so rum? Bitte, einfach nur hoch. Was machst du, Faith? Nee, du musst hier hoch. Bitte. Hey. Wow. Oh, das haben wir gerade noch gekriegt. Wunderbar. Und die sind jetzt da oben. Haha, und wir sind hier unten. Haha, wir sind so gut. Und die sind so schlecht. Muha. Gut. Nein, du sollst die auftreten. Springen und treten, weil es ist viel cooler. Aber wieso machst du das nicht? So, zack. So geht das. Wo ist jetzt diese Ratte verschwunden? Ich habe es genau gesehen. Die ist hier irgendwie mitten in die Rohre geklettert. Ein Apfeleimer mit Dreck drumrum. Lecker. Und ein Müllbeutel. So ein... Was ist das für ein Einblick? Auf verlassener Straße ein Donutautomat und Mülleimer. Okay. Das soll mich aber auch nicht groß interessieren. Oh. Cool. Oh, hier gibt es immer richtig chillige Musik drin. Ich weiß nicht, ob ihr sie hört. Aber die ist echt chillig. Nack. Hat was von Enten, von Entenmusik, so Enten, weißt du? Ente, ne? Ente. Oh, kennst du Ente, ne? Uah, man sieht die Tür, wenn man das hier so... Hallo, check. Na gut. Das sieht aus wie ein... Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie ein Croissant, aber das war eine Muschel. Das ist... Eben hat mein Schrank geknackt, das ist beängstigend.
Man hat Zeit, während man im Fahrstuhl sitzt, sich im Zimmer umzusehen. Ah, okay. Jetzt nicht mehr. Schade. Na, hier knackt so einiges manchmal ab und an, aber ich wundere mich schon gar nicht mehr. Ich weiß ja nicht, wie hier alles irgendwo rumhängt an der Decke und sonst wo. Ja, und da ist wieder was Rotes. Nanu, was machst du denn? Schon wieder diese mächtigen Ninjas. Ja, versuch du sie abzuschütteln. Was soll ich sonst machen? Deiner Meinung nach. Bitte, erzähl's mir. Was soll ich machen? Mit denen Tee trinken gehen oder was? Was soll ich denn anderes tun, als sie abzuschütteln? Merk, du bist schon witzig. Ich höre sie hinter mir. Ich höre die. Ich weiß ganz genau, dass sie noch da sind. Hallo? Angriff! Ja, nee, Angriff. Ich trete jetzt erstmal gegen das Knie. Und dann hat sich das mit deinem Angriff. Boah! Hallo? Boah! Was war das denn? Another one bites the dust. Ha! Another one bites the dust. And another one gone. Da einige meinen, ich schieße den Leuten in meinen Genitalbereich, will ich das jetzt nochmal wunderschön demonstrieren. Oh, schade. Ich habe gar keine Munition mehr. Das war gar nicht gewollt. Na egal. Huch! Sie schießt, aber irgendwie... Wow! Okay. Nein, ich bin nicht... Nein, Leute. Ich bin nicht krank und wahnsinnig und, ich bin, was bin ich eigentlich? Das wüsste ich auch mal gerne. Kann mir das einer verraten? Dann schreibt es bitte in die Kommentarbox. Ich weiß, was ich bin. Ich bin ein Let's Player. Wow. Okay, hier komme ich nicht hoch. Dann nicht. Dann halt hier. Ich glaube, ich weiß, dass ich hier ziemlich überlegt habe, wie ich denn da... was ich jetzt hier machen sollte. Und ehrlich gesagt muss ich jetzt auch mal eben kurz überlegen, wie ich da jetzt rüberkomme. Hier noch nicht. Gleich. Gleich. Oh, oh. Ach, ja, komm. Auch Faithy. Faithy, komm bitte. Ja, dann... Ach, genau. Weil ich immer so oft da hinten gestorben bin, musste ich immer hier lang rennen. Das war wirklich irrenervig. Ist es heute noch. Wow, we cannot hide my destiny. Our destiny. Autogeräusche. Ja, halte ich wohl fest. Das will ich ja wohl dir auch geraten haben. Was machen wir jetzt? Springen wir jetzt hier rüber? Oh. Na, Gott sei Dank. Gerade eben so. Ich glaube, wir können irgendwie darüber rennen und dann darauf. Aber das müssen wir auch. Anders geht's ja gar nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Können wir da so rüberspringen? Ich glaube, ich bin hier gestorben, runtergefallen und dann war ich auf einmal hier. Aber wir können es ja versuchen. Ja. So oder so ähnlich. Hey, ich bin wenigstens auf der anderen Seite gelandet. Zwar tot, aber... naja. Noch ein Versuch. Wir geben nicht auf. Wieso sagt man eigentlich immer wir? Das würde mich mal interessieren. Man fühlt sich immer nie alleine, wenn man mit sich selber spricht. Ja, ja. Jahrelang Erfahrung. Ich mache das privat auch. Ich spreche mit mir selbst. Hältst du dich da fest? Dankeschön. Dankeschön. Ich glaube, ich muss da auf diesen Dingenskirchen rauf. Ich konnte mich gerade nicht entscheiden, was ich drücken wollte. Wie geht denn das nochmal? Q. Leertaste Q. Und dann irgendwie die Kamera in die Richtung schwenken. Es ist doch nervig. Und es laggt wieder. Es ist äußerst amüsant, wenn man hier immer runterfällt. Ich kann ja mal einen Witz erzählen. Was ist blöd und fällt überall runter? Eine Faith, die stöhnt. Eben hat sich mein Fraps ja ordentlich mit Händen und Füßen gewehrt, irgendwie aufzunehmen. Beziehungsweise rumzuspacken, wie wir in Fachkreisen sagen.
Und ich wurde auf Formspring übrigens mal gefragt, ob mein PC laute Geräusche macht. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber er arbeitet extrem stark, während ich aufnehme. Ich glaube, es gibt kaum eine Stelle, wo ich am meisten verreckt gestorben, wie auch immer bin. Ich weiß nicht, vielleicht hat es irgendwer... Nein, nicht da lang. Irgendwer genau im Kopf, wie oft ich bei diesem Let's Play wo am meisten gestorben bin, aber ich glaube... Na Gott sei Dank, ich wollte eigentlich an der Wand entlang rennen, aber Faith wollte nicht so, wie ich will. Ja, wer... Ja, ich weiß schon, wer nichts zu Weihnachten von mir bekommt. Wer weiß, wo ich am meisten in diesem Spiel gestorben bin, an welcher Stelle, kann das gerne mir mal schreiben, auch gerne hier unter dieses Video. Würde mich mal interessieren. Ich schätze mal, jetzt hier werde ich am meisten gestorben sein. Es geht ganz ruhig, ganz ruhig. Nicht da komplett rüber, einfach bis hierhin. Was? Jetzt springt die da durch! Du bist doch blöde! Oh Mann, ich habe keine Lust mehr zu. Es ist doch scheiße. Mal gucken, ob ich das jetzt noch schaffe in 3 Minuten. Wohu, da irgendwie rüber zu kommen. Sonst, wenn man das, wenn man das irgendwie gebacken kriegt, hier rüber zu springen, dann steht man meistens, ich stand mal mit einem Fuß da so drin und sie ist nicht abgestürzt oder so. Das war relativ unterhaltsam. Jetzt sind wir schon mal hier, nicht schlecht. Und ich müsste es eigentlich üben, wie dieses Leertaste, cool, Leertaste. Auf ins Verderben. Okay, ich glaube, die letzten 2 Minuten bestehen daraus, wie ich versuche, da lang zu rennen. Ey, das ist ein cooler Stromkasten oder wo, was auch immer das ist, wo ich gerade drauf bin. Es ist äußerst interessant, das alles zu sehen, wenn man das jetzt schon alle 5 Minuten von Neuem sieht. Ich kletter jetzt ganz hoch, extra. Springe hier jetzt aus Absicht rüber. Wow, 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 wow. Aber nicht komplett weit. Okay, jetzt kann man sich den Weg dann ja sparen. Du solltest da lang rennen, Faith. Nicht rüber springen. Klemmt irgendwie meine Leertaste oder so. Bei einigen klemmt zwar mal ab und an die Caps Lock Taste, wie ich das schon bemerkt habe. Ich fühle mich dann immer so angeschrien, wenn mich Leute groß anschreiben. Naja. Es war nur so eine kleine Äußerung am Rande. Keine negative Kritik für all meine Leute, die so nette Kommentare dalassen. Nein. Es war einfach nur eine Bemerkung. So, okay, ich brauche da nicht ganz lang, wie so eine blöde... Du solltest da... Faith, 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 Faith. Ich weiß gar nicht mehr, was ich groß sagen soll. Also ja, wir sind jetzt hier an einer Stelle, wo wir noch niemals waren. Die ist so secret, dass ich es jetzt schon wieder kaum fassen kann, dass ich jetzt da gestorben bin. Oh. So, ich denke mal, ich mache jetzt noch mal 1 Minute fröhliches Sterben. Oder wie auch immer, vielleicht machen wir Surprise und ich schaffe es da gleich noch mal rüber. Also, ich würde mich nicht wundern, wenn ihr das gleich hört, wie mein Kopf auf die Tastatur knallt und Faith in alle möglichen Richtungen springt. Ansonsten werde ich mal davon ausgehen, dass ich im nächsten Part schon da drüben sein werde und man schafft es gar nicht anders, als da einfach nur rüber zu jumpen und halt diesen cool Leertaste, ihr wisst schon, was ich meine, wenn ihr das selber schon mal gespielt habt. Anders bekommt man das nicht gebacken. Und vielleicht schaffe ich es jetzt, meine allerletzte Chance. Nein, 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 wir sind tot. Und ich verabschiede mich auch in den nächsten Part. Ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen. Ich glaube daran. Bis zum nächsten Part. Verzweifelte Grüße. Ciao.